Die Saison 2016-2017. Ein Jahr voller Handballhöhepunkte. Und diese hier sind definitiv unvergessen. 9 Tore, die begeistern, verblüffen und das Handballerherz höher schlagen lassen. Jeden Monat fiel eure Wahl auf einen dieser Treffer. Und jetzt stehen alle Nominierten für das DKB-Tor der Saison 2016-2017 fest. Stimmt nun für den finalen Sieger ab. Selbst Europameister Andreas Wolf kann hier nichts mehr ausrichten. Ein Unterarmknaller von Björn Zintel, wie er im Buche steht. Im Pokalspiel gegen den THW Kiel überzeugte der Mann des ASV Hamm-Westfalen euch im Monat September. Das nennen wir Präzisionsarbeit. Zwischen diesem Ball und die Torpfosten passt kein Blatt Papier mehr. Aus knapp 15 Metern landet der Wurf von Berrett Mies genau im linken oberen Winkel. Und das 4 Sekunden vor Spielende. Den kann man mal so machen. Im Normalfall passiert bei einem Freiwurf nach Spielende nicht mehr viel. Aber hier ist gar nichts normal. Jonas Fisse zieht das Ding an der Abwehrmauer vorbei ins Tor. Der Siegtreffer für sein Team war im November euer DKB-Tor des Monats. Kurz vor der Winterpause brachte Lukas Mertens nochmal das hier auf die Platte. Ballklau mit links, Abschluss mit rechts, drin. Das ist ein Traumtor der besonderen Art aus dem Dezember. So kann man den Gegner auch umgehen. Lukas Schneider mit seinem aufsehenerregenden Gegenstoßabschluss. Ein eingesprungener Unterarmwurf ohne Blick zum Tor. Das DKB-Tor des Monats Februar. Achtung, diesen Buzzerbeater kann man schnell verpassen. So auch die komplette Abwehr. Tomasz Pawliczek schaltet schnell und fasst sich ein Herz. Seinen Freiwurf knallt er last minute ins Tor und trifft so zum Sieg. Richtig schön anzusehen, dieser Spielzug. Und dann ist er auch noch erfolgreich. Die TSG Offenbach-Bürgel scheint gut trainiert zu haben und es hat sich gelohnt. Tim Büdel trifft nach dem astreinen Teamwork zum DKB-Tor des Monats April. Teamwork war auch im Mai angesagt. Hendrik Bohnenstengel darf abschließen. Die entscheidende Vorarbeit kommt aber von seinem Mitspieler im linken Rückraum. Die Verwirrungstaktik per Pirouette ist erfolgreich. Der No-Look-Pass hinter dem Rücken kommt an. Das ist einfach stark. Richtig clever gemacht, unter dem Motto stand das DKB-Tor des Monats Juni. Matthias Stocker schnappt sich den Lattenabpraller in der Luft und legt den Ball dann noch per gefühlvollem Heber über den Torhüter. Eine koordinative Spitzenleistung.